Die Voraussetzungen und die Verhältnisse in der Landwirtschaft sind unglaublich vielfältig. Daraus resultiert eben, dass wir auch unendlich viele Optionen und Zubehörteile anbieten können. Bei Saphir konstruieren wir Landtechnik. Diese Landtechnik wird dann bei Fertigungspartnern produziert. Die Geräte und Komponenten kommen hier an den Standort in Bokel und werden dann hier kundenspezifisch entmontiert. Unser Produktangebot ist sehr breit. Wir fangen an mit der Grünlandtechnik, Bodenbearbeitung, Anbaugeräte für unterschiedlichste Trägerfahrzeuge und ein breites Geräteprogramm für die Hof- und Innenwirtschaft. Die Produktidee kommt vielfach vom Vertrieb, von Beratern, von den Produktmanagern. Dann fließt das Ganze in der Konstruktion zusammen. Es gibt dann immer einen Entwurf und dann wird dieser Entwurf diskutiert und schließlich dann auch in die Realität umgesetzt. In Polen haben wir einen Produktionsstandort mit derzeit 120 Mitarbeitern, wo eben die Geräte und Komponenten für den deutschen Markt gefertigt werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen unserer Konstruktion und den Produktionspartnern ist sehr wichtig, weil wir dort eben den Grundstein legen für den späteren Erfolg des Produktes. Die Qualitätsmerkmale werden beschrieben und es wird genau festgelegt, was unser Fertigungspartner dort bauen muss und worauf er insbesondere bei der Produktion auch achten muss. In dem gesamten Vertriebsprozess ist natürlich ganz zentral unser Fachhandelspartner. Und deswegen ist es uns extrem wichtig, den Fachhandelspartner zufriedenzustellen. Das erreichen wir, indem wir regelmäßig Produktschulungen bei uns im Bokel machen. Zusätzlich besuchen wir mit den Händlern gemeinsam seine Kunden und beraten vor Ort mit ihm. Nach der Markteinführung ist der Produktentwicklungsprozess natürlich nicht zu Ende, sondern wir holen uns dann aktiv auch Feedback ein unserer Kunden und versuchen dann die Maschine auch weiter zu optimieren, anzupassen und immer besser zu werden. Ein besonderer Moment ist natürlich immer, wenn man eine Maschine im Einsatz sieht, wenn man dann die Maschine fahren sieht und man genau weiß, das ist hier in Bokel entstanden. Da hat man vielleicht auch an der Konstruktion selber mitgearbeitet. Das sind dann immer Glücksmomente, wenn man so etwas sehen kann.